Ein lang gehegter Wunsch ging jetzt am Bullerner See in Erfüllung. Die Catering- und Eventfirma Böhinghoff stellte die Seescheune, eine neue Location für größere und kleinere Feiern, vor. Zunächst soll dort auch das Café Adelchen einen Platz finden. Die Seniorchefin, die vor über 42 Jahren, also 1978, das Unternehmen gegründet hat, heißt Adele Böhinghoff. Und die Tochter Anke Böhinghoff hat dann eben vor 17 Jahren den Betrieb übernommen. Und die Adele Böhinghoff, sie hatte immer den Wunsch, einen Café zu betreiben. Damals, ganz, ganz früh, ist es aber im Grunde dann eine Gastwirtschaft geworden. Und es geht ihr großer Wunsch in Erfüllung und deswegen nennen wir es Café Adelchen. Die ersten Anfragen für eine Buchung liegen bereits vor. In den kommenden Monaten werden auf dem Gelände neben dem Café Adelchen weitere Gastronomiebetriebe, so unter anderem ein Biergarten, fertiggestellt und eröffnet. Also die Seescheune ist ja unsere Event-Location, die eigentlich für ab 80 Personen buchbar wäre. Jetzt ist es natürlich so, dass wir durch Corona eben noch keine Feierlichkeiten dort ausrichten können. Und in dem zweiten Gebäude, was hier eben auf dem Anwesen ist, ist es halt so, dass dort das Café Adelchen errichtet werden soll. Ist aber noch in der Renovierung und deswegen machen wir provisorisch jetzt ab Pfingstsonntag hier in der Seescheune das Café Adelchen. Und werden dort dann eben an Sonntagen sowie Feiertagen Frühstück anbieten, was ab 9 Uhr morgens beginnt. Und dann nachmittags ab 13.30 Uhr starten wir hier mit Kaffee und Kuchen. Und momentan ist es einfach so, dadurch, dass wir keine Veranstaltung hier in der Seescheune durchführen können, macht es für uns Sinn, hier zu sagen, wir machen hier Frühstück, Kaffee, Kuchen und ist dann ja eh erstmal nur sonntags geöffnet und also erstmal ganz gut handelbar, denke ich. Und danach muss man mal gucken, wie es wird, wenn alles bespielbar ist, also Seescheune mit einer Hochzeit. Das Café Adelchen ist vielleicht besetzt durch Frühstück, Kaffee, Kuchen und der Biergarten ist auch noch voll. Das wird schön und das wird sich zeigen, wie es wird. Bürgermeister Carsten Höfekamp war überrascht, wie gut der Innenausbau der ehemaligen Scheune gelungen ist. Ja, ich habe mich natürlich sehr über die Einladung gefreut für die Seescheune hier am Bulderner See. Ich glaube, dass es eine richtig schöne Location wird, wenn alles fertig ist und alles abgeschlossen ist. Bin froh, dass die ersten Abschnitte auch trotz der Corona-Pandemie jetzt erfolgreich überwunden sind und wünsche einen guten Start für Böhinghoff Catering und bin davon überzeugt, dass es eine richtig schöne Sache hier wird am Bulderner See. Die Gebäude der ehemaligen Bikers Farm lockten schon immer Besucher und Spaziergänger an. Die neuen Inhaber hoffen, dass sie auch in der Seescheune ab Pfingstsonntag wieder Gäste begrüßen können. Denn dann soll die Seescheune erstmals geöffnet werden.